gehen dahin, wo schon viel drauf gewartet haben. Und zwar die Prank Bros. Ihr wisst noch, beim letzten Mal, als die Prank Bros ein Wettessen gemacht haben, da habe ich mich beschwert, dass sie so langsam essen. Jetzt schauen wir mal, wie es heute aussieht. Sie machen ein Nudelwettessen. Ist okay. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Ich bin Kevin. Und heute essen wir die schärfsten Nudeln der Welt. Okay. Diesmal haben wir. Die hatten wir einmal schon mal, diese Ramen-Nudeln. Moment. Ich wette mit dir, das sind nicht diese Nudeln. Zweimal spicy, Hot Chicken Flavor, Ramen. Zweimal schärfer als die schwarze Packung davon. Leute, das sind die Nudeln und wir packen mal aus. Da drin ist diese scharfe Soße. Deswegen sind das die schärfsten Nudeln der Welt. Ach, die nehmen nur die Soße raus und packen es auf ihre Spaghetti. Ich verstehe nicht warum, aber okay. Wahrscheinlich, weil die nicht genug von diesen Packungen haben, okay? Ja, ganz normale Instant-Ramen-Nudeln kennt jeder. Also ganz normale Nudeln. Und hier drin der scharfe Part. Ein Gewürz, das nicht scharf. Und hier diese Soße. Das ist einfach die Schärfe pur. Okay. Die ist übertrieben scharf. Die machen wir jetzt hier gleich auf die Nudeln. Und Leute, nicht wundern, wir haben jetzt hier normale Spaghetti, denn wir haben diese Nudeln hier leider ein bisschen verkocht, überkocht. Ja. Die waren sehr wässrig. Die waren zu wässrig, konnten also, wäre kein Genuss gewesen, deswegen haben wir jetzt Spaghetti gemacht. Wäre kein Genuss gewesen. Es geht in dem Format wahrscheinlich um Genuss mit der schärfsten Soße der Welt. Okay. Jeder hat vier Soßen. Ja, jeder vier Stück. Und vier Sesamgewürze oder so. Okay, ist das wirklich die schärfsten Nudeln der Welt? Wie heißen die? Hot Chicken. Ich muss mal kurz googeln. Hot Chicken Flavor Ramen. Da habe ich sie. Das sind sie. Okay. Also, Bewertungen sind schon mal gut. Das sind diese Nudeln. Hotchi! Was schreiben die Leute? My wife and child were sat in a restaurant for 45 Minuten after it closed, waiting for me to return from the toilet. I'm now banned from eating these on the same day or day before we are going out as family. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Okay, die sind schon sehr scharf, alles klar. Die sind schon sehr scharf. Wir brauchen natürlich auch irgendwas Scharfes. Ich habe Tabasco da. Pass auf, ich hole mal kurz was. Ich versuche was Scharfes hinzukriegen. Moment, einen Moment. Ich hole Wasserkocher. Okay. Okay, Leute. Oh, Moment. Also, warte, Sekunde, Leute. Da machen wir was, da machen wir mit. Tisch. Ich nehme mal diesen Stuhl hier. Folgendermaßen machen wir das. Also Spaghetti kriegen wir jetzt nicht so schnell gekocht. Spaghetti dauert 10 Minuten, aber ich habe hier auch so Instant-Nudeln. Ich werde einfach alle vier Packungen, das sind vier Packungen, also 1, 2, 3, 4, ich werde alle vier Packungen, die werde ich jetzt gleich hier reinpacken. Dann Wasserkocher drüber, Teller drauf. Wir gucken das Video an, in der Zeit können die halt fertig werden. Und ich habe Folgendes noch. Ich habe einmal Tabasco und dann habe ich auch so zwei portugiesische so scharfe Soßen, einmal so eine scharfe Knoblauchsoße und eine scharfe Chili-Soße. Die sind hier in Portugal ziemlich bekannt, kenne ich nicht. Und ich werde einfach richtig, richtig viel Tabasco reinkippen, bis es komplett rot ist. Dann versuchen wir mal, da mitzumachen. Let's go, der Hase. Hol mal ganz kurz den Wasserkocher und kochen das kurz. Eine Sekunde. So, okay. Eins. 2, 3, 4. Okay. So, jetzt Wasser drüber. Okay. Kurz mal mit der Gabel ein bisschen untertauchen hier, dass die hier auch im Wasser schwimmen. So. Und jetzt übel viel Tabasco rein. Ich weiß nicht genau, wie scharf. Der Tabasco ist jetzt noch zu. Wir gucken einfach mal. Let's go. Ich krieg's nicht auf. Ich krieg ihn nicht auf. Jetzt ist er auf. Sehr gut. Boah, der riecht schon nach Brand. Okay. So. Da ist gut was drin. Jetzt rühren wir um. Und gleich am Ende kommt nochmal oben drauf leckere Würze. Teller drauf, damit es ziehen kann. Okay, Leute. So, hinter mir das Essen, das kann jetzt ziehen. Wir gucken jetzt schon mal rein. Dann gucken wir gleich, ob wir die Challenge meistern können. Let's go. Ein Gewürz, das okay. Nicht scharf. Und hier diese Soße. Das ist einfach die Schärfe pur. Ah, ich kann mal ganz kurz gucken, wie viel Scoville dieser Tabasco hat. Dann kann ich ungefähr vergleichen. Wie viel Scoville hat Tabasco? Ah, Tabasco hat 2500. Perfekt. Zum Vergleich, diese Nudeln haben 8000. Und ich kippe da so viel gleich rein, dass zumindest die 8000 geknackt werden. Wir müssen aufpassen wegen der Schärfe. Ja, das ist lieber. Die ziehen uns lieber Handschuhe an. Ja, Mann. Das ist Handschuhe besser. Sehr gut. So, Handschuhe sind an. Erste Soße. Und rein.
dazu. Nummer 3. Dann bringst du Nummer 4. Okay, die machen auf jeden Fall ernst, finde ich gut. Jetzt die letzte Packung, Nummer 4. Dann erstmal fett umrühren, schön alles voll machen hier. Boah, das sifft bis unten hindurch. Ja. Das werden die niemals, also so wie ich die Prankbus einschätze, werden die das niemals aufessen. Das ist zu viel Essen für die, schaffen die nicht, meiner Meinung nach. Wenn die es aufessen, call ich jetzt schon Fake. Okay. Ja, ich würde sagen, wir wiegen ab und dann geht's los. So, das filme ich jetzt mit Handy. So, das ist meine Schüssel. Hier ist die Waage. Komplett drauf. Die ist auf 0. Das sieht drauf. Und 1722 Gramm wiegt meine Schüssel. Ich sage, die werden davon ungefähr 300 Gramm nur essen. Also meiner Meinung nach komplette Lebensmittelverschwendung, weil die werden niemals 1700 Gramm essen, niemals. Vor allem nicht, wenn das eine Schüssel ist, die sich teilen, nicht mal komplett, nicht mal dann. Und zweitens, es wird so scharf sein, dass die das wahrscheinlich danach auch wegschmeißen und nicht aufbewahren. Also ich sag mal so, wo bleiben die 8 Freunde, die danach das Essen aufessen, ne? So, jetzt wird mein Bottich gewogen. Ah, die Schüssel hat auch Gewicht, stimmt. Ja, ist eine Glasschüssel, die wiegt zum Beispiel, die, ja, trotzdem. Ich denke, die essen 300 Gramm Nudeln, mehr schaffen die nicht. 1000, auch? 1700, okay, die haben gleich viel. Auch 1744. Aber dann auch? Ich glaube schon. Ah ne, meiner 1722. Aber das ist kein Problem, dass die Differenz besteht. Wir ziehen am Ende nur das ab, was jeder auch wirklich gegessen hat. Genau. Deswegen haben wir es jetzt aufgeschrieben, wieder mit Gabel dann wiegen. Yes. Und ja, jetzt kann es losgehen mit der Challenge. Und wir haben hier noch 2 Gläser mit Eiswürfeln. Ja. Mit Eiswasser, das ist schon hier langsam geschmolzen. Genau. Mehr haben wir nicht zur Verfügung. Mehr gibt's. Okay, ich fange jetzt gleichzeitig mit denen an. So, sieht man beide Schüsseln? Ja. Ich gebe jetzt nur das Wasser ab. Und die Nudeln bleiben alle hier drin. Ist noch ein bisschen Wasser drin, aber ganz kriege ich es nicht ab. So, ich hole kurz noch eine Küchenrolle und dann bin ich sofort da und geht's los. Okay, let's go! Let's go! So, so sieht die Nudelschüssel aus. Ja, 4 Pakete Instant-Nudeln. Jetzt kommt natürlich noch viel mehr Tabasco dran. Schön den Tabasco drauf. So, hier. Darf ja auch nicht zu mild sein. Dann haben wir noch zwei andere Packungen. Piri Piri extra pikante. Ich könnte noch versuchen, davon den Scoville-Wert herauszufinden. Das mache ich mal ganz kurz. In der Zeit kann ich das schon mal umrühren. Oh, das riecht schon richtig scharf. Oh mein Gott, kennt ihr das, wenn es schon etwas so ultra scharf riecht? Das riecht wie der Tod. Piri Piri Chili-Pflanze. Ah, okay, wir können gucken, wie viel Scoville eine Piri Piri hat. Das ist ja so eine bestimmte. Also, genau über die Soße finde ich jetzt gerade nichts. Aber wir können mal gucken, wie viel die Chili hat. Wie viel hat denn die Piri Piri? Piri Piri Chili. Piri Piri können leicht die 100.000 Scoville-Marke knacken. Je nachdem, wie und wo die Schote gewachsen ist. Die Bandbreite reicht von 30.000 Scoville bis 100.000 Scoville. Okay, ich glaube, ich kipp da nicht ganz so viel drüber wie von dem Tabasco, aber let's go. Muss man es aufschneiden? Da kommt nichts raus. Das geht immer noch nicht. Oh mein Gott. Man hätte es einfach nur drehen müssen. Man hätte es einfach nur drehen müssen. Ja gut, hab ich gesagt, dass ich dumm bin? Ja gut. Oh mein Gott, da ist so ein Ding. Da ist so ein Schutz drin. Oh mein Gott, ich bin dumm. Let's go. Oh, 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 oh. Ah. 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 Oh nein. Oh. Oh, noch ein Tropfen geht noch. Oh, okay. Oh. Oh, 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 aua. Puh, dieser Smell, dieser andere Smell. Okay, wiegen, soll ich wiegen? 1144. Kann ich das jetzt... Mann, ich bin zu dumm zum Wiegen. Oh mein Gott, nee, Leute. Glaubt mir einfach. Es ist über 1 Kilo Gewicht. Ey, die Waage regt mich gerade auf. Okay, glaubt mir einfach, glaubt mir. Ist egal, ist eh alles fake, okay? Ist eh alles fake, das ist pre-recorded. So. Das ist die...
Das ist die Portion, let's go. Wir sind es auf jeden Fall nicht gewöhnt, scharf zu essen. Ich werde auf jeden Fall kämpfen. Ich werde auch kämpfen, Mann. Egal, you ready? Okay, dann geht's jetzt los, ne? Ich würde sagen, den ersten nehmen wir zusammen. Den ersten nehmen wir zusammen. Boah, nimm mal ein fettes Ding so viel. Ich mach nicht mal ein bisschen, Alter. Ich mach Taktik. Okay, warte, warte. Danke. Oder? Man muss eigentlich... Du musst eben rollen. Okay, ready? Go. Go. Boah. War richtig lecker. Oh mein Gott, Alter. Das sind vier Packungen, ne? Boah. Oh mein Gott. Aber lecker. Hey. Vier Packungen, pure Schärfe. Ich finde super. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es brennt so heftig im Hals. Oh mein Gott, ist das scharf. Oh mein Gott. Kriegt man bei Schärfe Schluck auf, Alter? Nein. Was geht mit meinem Körper ab, Mann? Boah. Oh, die sind aber lecker. Boah. Es schmeckt nur scharf, einfach. Rein. Oh, es schmeckt einfach nur scharf. Shit. Oh mein Gott. Ist ja mein Kopf, Kopf. Der dröhnt gerade voll, ne? Oh, sieh mal meine Augen. Leute. Ich bin aber absolut kein Schaffner. Boah. Was ist das, Alter? Boah. Oh mein Gott. Wir haben gar nichts. Eigentlich Wasser ist schlecht, aber ich brauche auch Befriedigung irgendwie. Leute, wir haben, also ich habe mit Schaffner eigentlich nicht viel zu tun, Mann. Mhm. Ja, nicht so scharf, ne? Aber ich muss gewinnen hier. Wird halt vier Packungen, ne? Mein Körper dreht voll durch, Mann, ja? Oh mein Gott. Oh ja. Aber die sind so lecker, ne? Oh ja, der Fisch muss kotzen, weil es so scharf ist. Läuft deine Nase auch ein bisschen? Mhm. Oh mein Gott. Meine Augen sind komplett... Das tut einfach nur weh. Mein Rachen tut so weh, Alter. Das tut wirklich weh. Fuck, Alter. Das tut mir am Schlucken weh. Oh mein Gott, das tut mir am Schlucken weh, Alter. Oh mein Gott. Und mich nervt das, ich kann gar nicht essen, Alter. Ja, Mann. Boah, ich muss doch was sagen. Meine Ohren jucken. Boah. Weh. Scheiße, Mann, Alter. Von die Memme gerade, ne? Mhm. Boah, meine Lippen brennen auch voll. Ey, ich kann gar nichts mehr machen, ne? Das tut so weh, Alter. Ja, Mann. Ich bin gerade voll die aber es geht einfach nicht, ne? Ich würde so gerne jetzt essen, aber das kann ich nicht. Ich auch, Mann. Ich weiß genau, ich habe den Blut verloren, Alter. Zu krass, ja. Zu krass. Wenn ich das gewusst hätte, hätten wir vielleicht zwei Packungen gemacht, Alter. Du musst gewinnen. Kann ich hier auch. Ich muss aufgeben, das tut tatsächlich. Ich halte das nicht aus. Kann auch nicht mehr. Kann nicht mehr. Es wird immer schlimmer gemacht, weißt du? Oh, meine Rachen. Das ist zu scharf gerade, Alter. Echt zu scharf, Mann. Wir haben es echt unterschätzt. Boah, Alter, shit.
Das ist so krass, das hatte ich nicht in Erinnerung. Ich glaube, wir hätten ein, zwei Packungen hin können für unseren Ego. 4 Packungen ist echt zu viel. Mhm. Alter. Okay, wir wiegen gleich mal ab. Bin gespannt, wer gewonnen hat, Mann. Ich glaube, du, ne? Weißt du, hast irgendwie die ganze Zeit gegessen. Ich konnte nicht mehr irgendwann, sicher? Ja. Das ist schon. Am Anfang konnte ich mal so reinschaufeln, aber dann diese Schärfe hat es so entfacht. Ich konnte halt nicht mehr essen. Mhm. Mein Körper meinte, nein, heißt das nicht. Oh, ich hab Schluck auf. Und ich merke, oh, das ist doch so krass. Okay, lass es mal wiegen, ey. Oh Gott, das ist scharf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, das macht die Nase frei. Oh mein Gott. Ha. Ha. Oh, okay, aber war geil. Ein Kilo weggeatmet, Leute. Let's go. Ich sag euch eine Sache. Das ist Alpha. Das ist Alpha. Also, ich glaube nicht, dass die Prank Bros ein Kilo gegessen haben in der Zeit. Ich glaube nicht, aber ich schau mal rein. Ein Kilo geht ja weg wie nichts. Ist ja einfach, hau ich ja komplett weg. Scheißegal, Alter. Ich muss nicht kotzen. Let's go. Ich muss nicht kotzen, Alter. Aber das war schon, also es brennt mir hier um den Mund rum, brennt es richtig krass hart. Also als ob ich irgendwie, als ob mir jemand da die Haut abgezogen hätte. So brennt das. Ich habe mir so viel Nudeln reingeschaufelt, dass immer nur die untere Schicht von Nudeln an die Zunge gekommen ist und dass ich ganz viel Nudeln einfach schlucken konnte, ohne dass die auch noch meine Zunge berührt haben. Also ich habe sozusagen Nudeln übersprungen. Aber mir brennt hier übelst der Mund. Also mir brennt der Mund richtig krass. Also außen brennt richtig, richtig heftig. Also innen brennt auch, aber die Zunge spüre ich schon gar nicht mehr. Also die Zunge ist dead, gefühlt. Aber hier außen, es brennt gerade so heftig, als ob mir jemand die Haut abgepellt hätte. Das ist krass. Also dass es auch an der Haut brennt, hätte ich nicht gedacht. Uff, Alter. Okay, let's go. Ey, das ist zu viel, Mann. Boah, ich kann gar nicht mehr. Du siehst auch richtig durchgenommen aus. Ja, bin ich auch, Leute. Scheiße, weil ich mir die ganze Zeit in den Mund fasse. Meine Hände sind das Problem. Ich muss mal ganz kurz den Mund und die Hände waschen, weil mir brennt wirklich die Haut. Ich glaube, das ist wegen diesem Piri-Piri. Mir brennt hier unter der Nase jetzt alles, weil ich mich da angefasst habe. Oh mein Gott, das brennt richtig ekelhaft. Ich muss mal ganz kurz die Hände waschen. Ich bin sofort wieder da. Eine Sekunde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ha. Eieiei. Dieser andere Brand, Leute. Dieser andere Brand. Ach, die Schüssel wiegen. Okay, meine Freundin wiegt für mich, weil ich kann es nicht wiegen, Alter. So, Leute, wir haben uns immer noch nicht ganz erholt. Wir wiegen jetzt. Okay, okay. Also, was habe ich gesagt? Ich habe geschätzt, 300 Gramm kriegen die gegessen. Ich würde sogar sagen, vielleicht sogar weniger. Es sieht so aus, hätten die fast gar nichts gegessen von dieser Schüssel. Aber ja, ungefähr 300 Gramm vielleicht. 435 Gramm? Oh, die Schüssel hat 435 Gramm gewogen. Das heißt, die Nudeln haben keine 1000 Gramm gewogen, sondern die Nudeln haben dann ungefähr 700 Gramm gewogen. Also, ich habe 700 Gramm Nudeln gegessen ungefähr. Und wir haben 1422. Okay, vorher 1700, nachher 1400. 6, 5, 4. Der hat genau 300 Gramm. Der hat genau 300 Gramm gegessen. Der hat aber exakt auf den Gramm genau. Hä? 1422. Digga, Schätzmeister Unge ist zurück. 422 und genau. Ich habe nicht nur das Wettessen dominiert, sondern auch das Schätzen. Let's go. 300 Gramm, ne? 300 Gramm hast du genau. Jetzt kommt's drauf an, wie viel hast du gegessen? Ich bin gespannt, Mann. So, du hattest vorher 1700. Okay, er hat ein bisschen mehr als 300 Gramm, sage ich. 744 und jetzt habe ich 1403. Oh ne, er hat weniger als 300 Gramm. Er hat nur ungefähr 250 Gramm gegessen. Aber der andere hat 300 Gramm gegessen. Und das ist auch eine Portion, die ich auch denen zugetraut hätte. 300 Gramm Nudeln ist auch schon eine ordentliche Menge. Also mit der Schärfe müsst ihr euch überlegen, ne? 251 Gramm. Damit habe ich gewonnen. Oh shit, Mann. Ich habe 300 Gramm gegessen. Aber mich wundert, dass wir so nah dran sind. Ich wusste das gar nicht. Du hast am Anfang viel gegessen. Ja, und danach war vorbei da. Aber man konnte es nicht mehr. Okay, du hast gewonnen. Glückwunsch, Mann. Ja, Mann. Aber die haben uns echt umgebracht, die Nudeln. Digga, 250 Gramm, das isst man mit zwei Zügen. So. Da muss man direkt durch. Du darfst dich von der Schärfe gar nicht beeindrucken lassen. Du musst da durch, ja? Du musst da durch. Du musst den Tabasco, musst du nehmen und musst dir so in den Mund kippen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ja, let's go. Wer die kennt, der weiß Bescheid, wie heftig die Dinger sind. Die müssen auf jeden Fall scharf gewesen sein. Auf jeden Fall. Die müssen auf jeden Fall scharf gewesen sein. Das glaube ich auf jeden Fall. Dass das nicht gefaked war. Und die haben auch gezeigt, dass die Nudeln nicht aufgegessen haben. Also es war, meiner Meinung nach, war das Video nicht fake.
Die haben die richtige scharfe Soße reingepackt, haben auch gezeigt, dass die halt nicht so viel gegessen haben. Es war einfach wirklich ein ehrliches Video von den Prank Bros, was ohne Fake ausgekommen ist. Muss man aber leider sagen, wenn man ein Wettessen isst, dann isst man doch nicht so alt. Fette Dings so viel, ich mach nicht mal ein bisschen älter. Die essen doch so, als ob die kein Wettessen machen würden. Ich mach Taktik. Okay, warte. Oder? Man muss eigentlich... Du musst eben bereuen. Okay, ready? Go. Das ist doch kein Wettessen. Das ist doch die Geschwindigkeit, wenn ich normale Nudeln esse. Nicht mal das. Digga, das ist doch kein... Wenn man so in der Tempo ist, dann kann man sich wettessen. Egal. War trotzdem interessantes Video. Es war nicht auf Zeit, ja. Aber wenn ich ein Wettessen mache, dann ist immer auf Zeit, Leute. Ich schieb rein, Alter. Wettessen ist für mich schnell essen. Und viel. Let's go.